Hallo und herzlich willkommen. Wir haben ein neues Gehäuse von Sharkoon erhalten, das ja einiges anders macht als andere Sharkoon-Gehäuse und auch einiges anders als die meisten aktuellen Gehäuse am Markt. Das REV 220 oder REV 220 ist ein Gehäuse mit gedrehtem Mainboard-Layout. Das heißt, das Mainboard wird um 90 Grad gedreht und dazu auch noch auf die linke Seite versetzt. Sehr praktisch für die Leute, die das Glasseitenteil mal lieber auf der rechten Seite haben wollen. Und auch sonst soll das Gehäuse sowohl mit Blick auf seine Showqualitäten als auch mit Blick auf die Ausstattung einiges hermachen. Das REV 220 ist ein MIDI Tower, der maximal ATX Mainboards aufnimmt. Wir sehen es jetzt hier von der Seite, die eigentlich am spannendsten ist. Und zwar ist das tatsächlich die rechte Seite. Da, wo man im Normalfall ja einfach ein geschlossenes Stahlseitenteil hat, sitzt hier eben das Glasfenster. Und das ist auch so schön klar gehalten und nur ganz wenig abgetönt, dass wir hier richtig gut in den Innenraum reinsehen können. Da zeigt sich dann auch schon, dass die Hardware hier wirklich ein bisschen anders montiert wird als im Standardgehäuse. Optisch prägend dann im Betrieb sind aber auch die beiden 120mm ARGB-Lüfter, die am Heck vormontiert sind. Das heißt, da kommt dann auch gleich noch ein bisschen Farbe und Licht ins Spiel. Schön gestaltet übrigens die Montage. Wir haben hier gefangene Rändeschrauben an der Rückseite. Das heißt, die kann man lösen, ohne dass sie hier gleich abgehen. Und vor allem sind sie eben nicht irgendwie von der Seite aus im Bild, sondern doch etwas versteckter. Gefällt mir ganz gut. Die zweite Seite, die so ein bisschen ansehnlicher ist, das ist dann die Front. Über die Gestaltung kann man natürlich wie immer ein bisschen streiten, aber Sharkoon probiert sich hier an einem Carbonfaser-Look. Das heißt, wir haben hier ringsherum den Kunststoff mit so einer entsprechenden Oberflächenbehandlung, der eben diesen Look imitiert. Durchaus kommt ganz authentisch, wie ich finde, erstmal im Zentrum dann eine schwarze Platte mit dem Sharkoon-Logo ganz gezähnt im unteren Bereich und mit einer Zierleiste praktisch in Hochglanzoptik hier drumherum. Die fällt schon auf, wenn das Gehäuse aus ist. Wenn man es anschaltet, dann haben wir hier am Übergang zwischen der schwarzen Platte und dem Carbon-Imitat auch noch eine ARGB-Beleuchtung, die hier komplett einmal ringsrum läuft, als Leuchtrahmen ausgeführt ist. Im vorderen Bereich des Gehäuses finden wir dann hier eine kleine Taste, mit der man das Beleuchtungssystem steuern kann. Alternativ natürlich auch die Steuerung über ein geeignetes Mainboard mit ARGB-Anschluss möglich. Wir haben eine Power-Taste und wir haben insgesamt 6 Anschlüsse, die beiden Audiobuchsen für Kopfhörer und Mikrofon, zweimal USB 2.0 und zweimal USB 3.0. Was es hingegen nicht gibt, das ist mal wieder USB 3.1 Typ C. Sollte eigentlich in diesem Preisbereich von rund 100 Euro dann noch langsam zum Standard werden, wird hier aber eben noch nicht geboten. Was dahinter dann so aussieht wie die Abdeckung für die Deckenlüfter, das ist im Prinzip einfach der Anschlussbereich. Darunter sehen wir jetzt hier die Anschlüsse vom Mainboard und von der Grafikkarte und da werden dann eben einfach alle Kabel angeschlossen, können dann hier mit diesem Kabelclip fixiert werden und dann nach hinten herausgeführt werden durch diese Kabeldurchführung. Das heißt aber, dass ich natürlich immer, wenn ich Kabel anschließen will, erstmal diesen Deckel abnehmen muss und dann natürlich auch schauen muss, wenn ich jetzt hier mit irgendwelchen Adaptern arbeite, kann das vom Platz her auch mal ein bisschen enger werden. Mit normalen Standardanschlüssen haben wir jetzt hier hingegen keine Probleme gehabt. Obwohl es hier keine Lüfterplätze gibt, gibt es übrigens hier trotzdem einen Staubfilter, damit also von oben dann nicht einfach Staub ins Gehäuse reinrieselt. Die Heckperspektive entsprechend dann natürlich frei von irgendwelchen Mainboardblenden. Hier gibt es dann eben wirklich das Netzteil, ganz klassisch am Boden montiert und darüber die beiden Hecklüfter. Damit dann also die Hoffnung verbunden natürlich, dass die Kühlleistung auch da ein bisschen von profitieren kann. Aber zu dem Thema kommen wir dann später noch. Im Boden darf ein Staubfilter für das Netzteil nicht fehlen. Der lässt sich hier einfach nach hinten rausziehen. Und wir haben Kunststoffstandfüße, die das ganze Gehäuse dann auch so ein bisschen erhöhen, damit eben der Netzteillüfter natürlich auch seine Arbeit verrichten kann.
Bei so einer geschlossen gestalteten Front ist natürlich immer dann die Frage, wo können Frontlüfter Frischluft ansaugen? Das ist in diesem Fall hier vor allem im Seitenbereich möglich durch dieses Band an Luftöffnungen, das ja Charkun auch auf beiden Seiten hier realisiert hat. Wenn wir die Fronten einmal kurz zur Seite legen, ja, können wir uns auch den Staubschutz der Frontlüfter ansehen. Das ist hier dieser großzügige Staubfilter, der sich eigentlich einfach entnehmen lässt, aber halt immer natürlich erst, wenn man auch die ganze Front vorher abgenommen hat. Dahinter sehen wir ja gleich drei weitere Lüfter, und zwar drei unbeleuchtete 120 mm Lüfter. Insgesamt hier also 520 mm Lüfter vormontiert. Das spricht eigentlich für eine ziemlich hohe Kühlleistung. Aber wir haben zum einen die restriktive Front und wir haben zum anderen eben diesen speziellen Aufbau, der für einen horizontalen Luftstrom nun nicht wirklich optimal ist. Zwei Hindernisse. Zum einen haben wir hier die Grafikkarte, die den Luftstrom von vorne ja doch ziemlich weitgehend abblockt. Je länger und breiter die Grafikkarte wird, umso schlimmer natürlich. Und wir haben zumindest bei vielen AM4-Kühlern das Problem, dass die um 90 Grad gedrehte Montage nicht unterstützt wird. Auch bei unserem Thermaride-Modell ist es hier der Fall. Ich kann den Kühler nur so rummontieren und damit natürlich ja, gedreht zum eigentlichen Airflow. Das heißt also, über die CPU-Kühlleistung hier, da werden wir schon mal keine Wundertaten erwarten können. Wie genau Kühlleistung aussieht, gibt es dann wie immer im ausführlichen Test. Aber da gibt es hier schon mal ganz klar doch einige offensichtliche, sagen wir mal, Hürden dafür. Das muss bei diesem Gehäuseaufbau übrigens nicht unbedingt so sein. Silverstone hat das schon vor Jahren vorgemacht, bei einem ähnlichen Aufbau mit diesem um 90 Grad gedrehten Mainboard einfach einen vertikalen Luftstrom organisiert, mit großen 180 mm Lüftern meist, die dann von unten die Hardware schön vertikal durchströmt haben, auch unter Ausnutzung des Kamineffekts. Und da sind dann zum Teil richtige Rekordwerte erreicht worden. Optisch hat diese ja, gedrehte Mainboard-Montage durchaus ihren Reiz. Es ist einfach mal ein bisschen eine ja, Abwechslung fürs Auge. Schön auch, dass das Mainboard hier mehr in die Mitte des Gehäuses rückt und dadurch eben noch so ein bisschen, ja auch von der Wahrnehmung her nochmal so ein bisschen anders rüberkommt. Man kann natürlich auch dann mit diesen beiden rückseitigen Plätzen ein bisschen optisch spielen. Deswegen natürlich da schon die beleuchteten Lüfter und alternativ auch die Möglichkeit, dort einen 240 mm Radiator ja, gut sichtbar unterzubekommen. Einschränkungen bei der Kompatibilität gibt es keine größeren. Die Kühlerhöhe wird mit 16,5 cm angegeben. Das reicht zumindest für die meisten Tower-Kühler aus. Und bei der Grafikkartenlänge sind wir mit ja, 32 cm eigentlich auch ganz gut beraten. Das ist allerdings eine Angabe, die gilt hier speziell für den Bereich oberhalb der Laufwerkskäfige. Hier oberhalb der Netzteilkammer sinkt das Ganze dann ein bisschen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Mini-ITX-Mainboard mit dem Erweiterungskartenslot hier noch weiter oben hätte, dann würde die Grafikkarte etwas stärker limitiert werden. Dazu finde ich es auch optisch jetzt nicht ganz so elegant, hier diese beiden unterschiedlichen Höhen bei den Abdeckungen zu haben. Aber es macht natürlich Sinn, dass man hier das Ganze absenkt, um da zumindest eben die Grafikkartenkompatibilität etwas zu optimieren. Das Kabelmanagement ist prinzipiell ja, adäquat. Wir haben ordentlich Platz hinterm Tray und wir haben hier auch diverse Durchführungen eigentlich an allen Stellen, wo ich das jetzt beim Testsystem auch benötigt habe. Der wichtigste Radiatorenplatz, der sitzt dann aber nicht am Heck, wo wir ihn ja eben schon gesehen haben, sondern der sitzt hier im Frontbereich. Da gibt es diese ja, Kunststoffabdeckung, die wir hier entfernen können. Und dann ist es möglich, zumindest schlanke 360 mm Radiatoren zu verbauen. Alternativ sollen hier auch maximal 280er möglich sein, wenn man auf Radiatoren mit 140 mm Lüftern setzen sollte. Auf der linken Gehäuseseite sieht es so aus, wie ja, wir es eigentlich von der rechten Gehäuseseite eines Standardgehäuses gewohnt sind. Das heißt, wir haben hier natürlich den Mainboard Tray. Wir haben im Bodenbereich das Netzteil, das von der Seite aus hier auch einfach reingelegt werden kann. Und wir haben dann im vorderen Bereich eigentlich zwei Laufwerkskäfige. Die haben hier diese Bauart, das sind Kombi-Laufwerkskäfige. Unten können wir ein 3,5 Zoll Laufwerk montieren, das hier durch ja, auch recht ordentliche Gummipuffer entkoppelt wird. Oben ist dann die Möglichkeit, ein 2,5 Zoll Laufwerk aufzusetzen, also beide Laufwerksplätze dann auch jeweils gleichzeitig nutzbar.
allerdings immer mit normalen Schrauben dann montiert. Das heißt, hier wird der Schraubenzieher nötig. Die beiden Laufwerkskäfige selbst können einfach mit dieser gefangenen Rändelschraube am Boden gesichert werden. Der vordere ist da auch noch an seinem Platz. Beim hinteren ist es halt so, dass man bei längeren Netzteilen oder ja etwas mehr Kabelchaos dann doch ein bisschen Platzprobleme bekommt. Da kann es dann sinnvoll sein, den Käfig einfach zu entfernen. Ja, im oberen Bereich haben wir die beiden 2,5 Zoll Laufwerksträger zusätzlich. Insgesamt also 4 2,5 Zoll und 2 3,5 Zoll Laufwerksplätze. Und was hier auch nicht fehlen darf, ist natürlich dann die Aussparung für die CPU-Kühlermontage. Damit sich die beiden ARGB-Lüfter und die ARGB-Frontbeleuchtung einheitlich steuern lassen, gibt es hier eine Verteilerplatine mit 8 ARGB-Anschlüssen, also diesen 3-Pin-Anschlüssen. 3 davon natürlich schon belegt, 5 davon wären jetzt noch frei für eigene ARGB-Produkte. Und dann haben wir oben die Anschlüsse, die zur LED-Taste im Deckel führen, beziehungsweise wo wir dann eben auch unser Mainboard mit verbinden können. Was es hingegen nicht gibt, das ist irgendeine Form von Lüfterverteilerplatine. Und das ist bei 5 Lüftern dann doch eine Sache, wo ich sage, wäre eigentlich ganz praktisch gewesen. Man hat jetzt die Wahl, diese 5 Lüfter entweder mit einzelnen 3-Pin-Anschlüssen anzubinden. Dann braucht man eben entsprechend viele Anschlüsse oder Adapter. Oder aber man hat auch immer noch diesen Molex-Anschluss dranhängen an jedem Lüfter. Und die Molex-Anschlüsse kann man dann eben auch einfach miteinander verbinden und über einen Molex-Anschluss vom Netzteil versorgen zumindest. Aber eine Lüftersteuerung ist über Molex natürlich eben dann nicht vorgesehen. Im Betrieb sieht die Beleuchtung dann so aus, dass wir hinten die kreisrunden Lüfterrahmen beleuchtet haben. Sichtbar sowohl von ganz hinten als auch hier im Innenraum. Und wir haben in der Front eben diesen ARGB-Leuchtrahmen ganz schmal gehalten, aber der zieht sich hier wirklich einmal komplett rum und sorgt dann auch nochmal für so einen netten Beleuchtungsakzent. Optisch ist das REV 220 also allemal ein eigenständiges Gehäuse. Zum einen durch die Beleuchtung und diese Front im Carbonfaserlook, zum anderen aber vor allem durch diesen speziellen Innenaufbau, der ja auch von außen so schön sichtbar ist. Gerade für die Leute eben, die das Gehäuse auf ihre linke Seite stellen und dann doch ins Glasseitenteil reinschauen wollen, ist das einfach mal eine willkommene Abwechslung zu den Standardgehäusen, wo das Glasseitenteil ja immer auf der linken Seite eigentlich ist. Das Ganze steht und fällt jetzt natürlich so ein bisschen damit, wie dann das Kühlsystem rüberkommt. Ich habe ja da schon so ein bisschen Bedenken geäußert, ob auch das Kühlsystem beim REV 220 überzeugen kann, klären wir natürlich im ausführlichen Test. Der wird demnächst auf hardwarelux.de erscheinen.